Hallo Freunde. Hallo. Willkommen zurück. Ich habe mich von meinem Tod erholt. Sie hat sich erholt. Ja. Sie möchte ihre Traumtier wieder haben. Ja, die Mähwegen. Was hast du denn jetzt? Ich habe dir nichts getan. So. So, und wenn ich richtig sehe, dahin. Ist das ein Ankylo? Der hat mein Kostüm an. Da. Der Dödi? Ja, den Dödi. Naja. Wir suchen erstmal nach Mewin. Wo hatten wir die gesehen? Da hinten, ne? Auf einer weißen, weiten Wiese. Weiße Wiese. Bei dem Knochen da hinten. Hm. Hinterm Dorf. Ach, da war ja noch was, ne? Beim Dorf. Was war da? Ja. Wollte mal so ein kleiner Spot hinstellen, ne? Ach jo. Foundation, Bett. Ja. Gut, das ganze Matzi ist auch hier, die kann man auch selber hier holen. Mhm. Oder vielleicht sollten wir das machen, übernachten, mal kurz die Nacht durchgehen lassen. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Leder. Wie viel hat denn der AG gegeben? 101, das müsste eigentlich reichen für ein Bett. Ja, zwei Betten wären noch besser, ne? Zwei Betten wären besser, okay. Ist das, wird schnell dunkel. Oh, Mann. So, ich hätte sogar noch viele für den Mewin. Ich habe dich jetzt nicht verstanden wegen dem Kampf. Oh. Bist du oben in dem Dorf? Ich bin im Dorf. Ja. So, was brauchst du fürs Bett? Die Grundsachen, also Leder habe ich schon mal, dann brauchen wir noch, bum bum bum, du machst Foundation, also Fasern, Holz und Stroh. Ja, aber nicht hier abbauen, es wächst nicht mehr. Zu spät. Zu spät. Boah, guck mal da. Ja, ne? Man ist nur verführt umzuziehen hier überall. Ja, hier. Krass am Leuchten, den Knochen. Faser? Mhm. Machst du? Mhm. Was bist du? Oh. So. Känguru hat mich fast in Ernst ver... Gib mal das Leder her. Weil es ist blöd, wenn du stirbst, dass du in komplett andere Welt aufwachen musst, ne? Ja, ja. So, Bett. Es reicht nur für ein Bett. Warum? Weil Stroh fehlt. Okay. Ja, ich hab Hast du Stroh? Nicht. Gut. Aber in den großen Herrenhaus, ne? Neben hier. Mhm. Ja, wenn schon, ne? Ja, kannst du gucken, ob du die Foundation, ob du das auf, direkt auf den Boden setzen kannst? Ach so, ja. Ja, kann ich. Brauchst du keine Foundation? Ach so, hier Stroh. Ne, so.
So, hier hinten in die Ecke. Ja. Hast du noch was für mich? Den Stroh? Rechtsstroh? Hm. Klar. Geht denn auch so? Ja. Und jetzt? Wenn du irgendwas hast, was nicht gebraucht wird, Holz, Stroh, Faser, je nachdem, was wir alles finden hier. So, es ist hell geworden. So ist aber die Nacht super. So, und dahin waren welche. Wir haben Farbevent, also darf man ruhig was Hübsches suchen. Ne? Hier sind schon drei. Groß muss in den nicht sein, ne? Nein, die sind ja die Babysitter. Oh, ich habe was gefunden. Was? Hände weg. Rappi. Hahaha. Ich habe gutes Fleisch. Na, ich hab doch Filet dabei. Ja, ich habe noch besseres. Hey, wo ist das denn? Ja, im. Ach da, im Schatten. Machst du Platz? Was hast du denn noch gefunden? Ach, du hast ein Schaf gefunden. Yep. Okay, müssen wir erstmal die Raptoren hier von der Wiese holen. Der eine mit dem orangenen Bauch. Ja, und einer mit dem weißen Bauch ist hier. Ja, die waren hier. Der ist weggeflogen wegen dem Raptor. Ja, hier. Was bist du für ein Level? Fünfundfünfzig mit dem orangen Bauch. Aha. Das kriecht er natürlich unter dem Pronto rum, ne? Ja, aber ich bin geduldig. Fertig? Moment, Narkosefall auf die Armbrust. Ich weiß es nicht, ob die sich gegenseitig helfen. Sind wir dann? Aber eigentlich sind das Fluchttiere, ne? Wie merkt man denn, wann die ohnmächtig sind? Ganz nah dran, wegen und der ist Bewusstlos, bewusstlos. alles klar. Dann Rubbermatten rein. Ist im Vogel. Boah, die halten ja kaum, die hat ja gar nichts aus. Warte, bevor ich schon mal. Es geht langsam runter, ne? Ja, ganz langsam. Alter. Der hat keinen. Die Hälfte nur. Ach, ist gleich fertig, gucke mal. Super, super. So, normales Fleisch. Hast du? Ja. Auch was für ein Spaziergang.
Ja. Dann noch der mit dem weißen Bauch und rot. Ist ja echt. Wir haben uns weiß Gott was gedacht, ne? So, abpfeifen. Ich würde noch. Das ist so easy. Ich würde trotzdem gucken, ob vielleicht noch eine noch markanter ist in der Farbe. Und sonst kann man hier zurückkommen und den. Und wir haben unsere OP-Agis dabei. Dahin, guck mal, rot-blau. Level 20. Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn mit den anderen aber angucken. Weil eigentlich gefällt er mir nicht. Nee? Nee, der ist mir zu krass. Ach so, zu kasperig, weißt du? Ja. Das gefällt mir eigentlich nicht. Da hinten ist so einer mit schwarz-rot oder lila. Die sehen in Natur aber auch total süß aus, ne? Ja. Lila, ne? Ich guck mir noch mal den weißen an, mit dem weißen Bau. Aber die Prärie ist hier so groß, ey. Und wir haben unsere starke Agis. Ja. Jo. Wie juckt mal den Weiber mal ins Hintern zu treten. Ja. Hier sind noch welche. Du bist. Aber die sind so langweilig. Ja, die sind aber eigentlich nur auf dieser Wiese, ne? So weiter raus findest du keine mehr. Ja, das ist ein Kumpel von Cappuccino. Hier läuft Latte Macchiato rum. Nee, die sind echt begrenzt. Und ich glaube, wir werden Ovis mal züchten müssen, ne? Guck mal hier. Meine. Ja, wenn die nur hier sind, ne? Wir haben es mal Kuchen. Der hat schön bräunliche Farbe hier. Ja, gefällt mir auch. Den weißen finde ich so gerade nicht wieder. Fliegst du zu mir? Andere Richtung? Ich gucke noch nach dem. Ja gut, ich komme zu dir. Muss mich nur lotsen. Seh dich nicht. Wenn du ein bisschen höher fliegen würdest, ich könnte dich besser lotsen. Wo ist das Skelett für dich? Da. Ja, okay, da. Da bist du? Rechts, rechts, rechts. Jawohl. Nee, wenn die Ovis nur auf dieser Karte ist. Ja. Willst du nicht jedes Mal hier hinkommen und Ja, ist ja kein Problem. Ich bin ein Stückchen rechts noch. Links jetzt. Ich sehe dich. Siehst du mich steigen? Alles klar. Bist du das? Ich glaube, du hattest den hier angeschaut. Ja, der dunklere. Ja, der kräftigere ja. Farbe. Ja, ist schön dunkelrot. Finde ich gut. Ja, erschreckt den doch noch. Okay? Ja. Bist du so nah, dass du Bewusstlosigkeit sehen kannst, ne? Langsam. Ich weiß ja nicht, was er für ein Level ist. Ich auch nicht.
140. 140. Okay, dann weitermachen. Oh, ey, wie viel? Hätte man ja auch mal vorher gucken können. Da hinten ist ein Jetzt. Stopp. Ja. Da hinten ist noch ein anderer, genauso. Okay. Ach Gott, armes Ding. Aber es war knapp jetzt. Ja, das stimmt. So. Da hinten ist noch ein bisschen Elektronik, die hole ich mir inzwischen. Ja. Ja. Da war bei Babysitter 15%. Upsala. Ja, die sind ja asexuell, ne? Ja, die sind geschlechtslos. Die kann man nicht paaren. Effektivität verloren. Ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Ein Schuss zu viel. Oh, das ist ja die Hofdame. Aber die futtern ja wie Schweine, ne? Ja. Haben guten Hunger. Ja. Da bin ich so froh, die mal wieder zu haben. Das ist viele Karten her, das war das letzte Mal. Ja, obwohl letztes Mal, die gab es ja gar nicht, ne? Wir haben die gab es da nicht? Wir haben die Eier gefunden. Wir zählen überhaupt zum ersten Mal die, ne? Ja, da ja. Haben wir die Eier gefunden, richtig. In der Nachbarbase da. Mhm. Stimmt. Ja, die haben wir geklaut. Ja, gab es hier? Ja, die gab es auch auf Lost Island, ne? Nein, ich wüsste nicht. Doch sicher auf die große Prärie. Da waren auch welche. Ach so. Aber dass unser Nachbar mal seine Base verlassen hatte. Der hatte die verlassen, ja. Boah, 140er Petri in grün. Finger weg. Hm? Finger weg. Ist gleich fertig hier, der Kollege. Ich hab da noch zwei Kryopods. Willst du vier nehmen? Was willst du mit vier Mewing? Ja, weil das. Ach so, irgendwas anderes. Willst du so viel? Nein, zwei sind mir Kids völlig auf einmal? Aus. Nein, nein. Zwei reichen. Ich dachte nur deine Anspielung jetzt wegen, ich habe noch zwei Kryopods. Okay, die, die große Dino-Zucht, ne? So, was schwebt dir denn da noch vor, was du haben möchtest? Alles. Ein Viva-Eye-Clown. Okay, ich bin dabei. Wir haben es jetzt gefunden, wo die sind. Und zwar in diese Schlucht. Jetzt brauchen wir nicht mehr von denen flüchten. Nee, mit den beiden hier nicht. So, liebe Blitzweibern. Dir werde ich es zeigen. Mhm. Ja, nicht ohne Grund angegriffen. Da fliegt er schon.
Eine links, eine rechts. Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Uiuiui. So, wo ist dein Ei? Wo ist die, sind die Eier? Da hinten geht's noch. Hier geht's noch rein. Ach, da geht's auch noch weiter. Wo haben die ihre Eier? Ach, hier fängt die Schlucht an. Sind das nur Blitzer hier? Hm, sieht so aus. Und die sehen alle komplett gleich aus. Ja, ich. Langen. Bleib hier. Filet. Ja. So, dann gucken wir mal, ne? Schön langsam. Da ist ein Wasserfall. Ist ein bisschen trüb hier, ne, die Sicht. Ja. Aber du nimmst. Irgendwann ist die Schlucht so sauber, dass man zu spazieren Fuß gehen könnte. Boah, die haben die aber wirklich klein gebaut, die Schlucht hier, ne? Irgendwo ist noch eins. Da. Scheint auch nur zu sein. Kann eine Menge ab. Beim nächsten Mal ziehe ich einen Helm auf. Blitzableiterhelm. Noch ein 185. Aua. Oh, nächste dazwischen. Ich krieg bisschen. Ja, ich habe auch ein bisschen Topo. So. Also die Schlucht fängt hier an. Ich habe was gefunden. Und? Der ist noch gut, Level 25. Kannst du liegen lassen. Ein Kibbelei. Kibbelei, das ist richtig. Du hast noch zwei hinter dir. Ein Rot. Es gibt also oh, ist der hübsch. Das war aber ein hübsches Weiber. Das Nest ist leer. Ich habe noch eins gefunden. So. Äh, 90. Das ist gut. Aber nur zwei Ei? Ja, ist eine kleine Höhle, ne? Kannst übersehen. Hier ist ja definitiv Schluss, ne? Hier hinten. Nee, das ist Schluss, ja. Aber es war eine Abbiegung auf die andere Seite, ne? Ja. Da ist ja keins drin. Aber ganz schön viele Weiber, nur für zwei Eier. Die Tür ist vernagelt. Und hier geht's wieder raus. Nee, und hier rechts war noch eine Abbiegung. Ach so. Jo. Genau diese Abbiegung, meinte ich.
Okay. Ach so. Ja. Ja, gut. Das ist aber ein bisschen dünn. Die Onyx, die sind sowas von lebensmüde, ne? Wir machen Weiber von deren Nasen platt. Die trauen sich trotzdem. Ja. Ich will trotzdem, dass ich nichts übersehen habe. Das ist ein Wasserfall. Da ist nichts mehr, ne? Ja, nur Weibern ist wieder nachgespawnt. Die Weiber, die spawnen schneller nach als die Eier. Ja, das ist ja auch irgendwie klar, ne? Obwohl die Netz, die du leer gemacht hast, ist verschwunden, ne? Okay. Ja gut, mehr ist nichts. Aber ist immer so ein kleines Besuch wert. Noch ein Deck? Du hast dich angelegt mit dem Falschen? Mega Neurer eigentlich. Aber. Ja, so. Willst du zurück nach Hause oder willst du noch schnell mit die Agis gucken, ob wir einen Balldoktor raustragen können? Ja, das würde ich versuchen. Krallen und rausfliegen, ne? Hm, was die Petri nicht konnte. Ja. Was ich gar nicht verstehe. Das war da hinten, nicht an dem roten Gebiet, Ich ne? weiß auch nicht, ob diese Tiere auch vom Agi abmounten können, ne? Ja, aber du kannst ihn im Sturzflug schnappen und wieder hoch, ne? Ja. Und den AG auf neutral. Ich muss so mal ausruhen, weil ich bin bis jetzt nonstop geflogen. Da gucke Ja. ich mal nach, ob man da wirklich. Ich bin mir sicher, aber ich gucke lieber mal. Wie bist du eingestellt? Neutral, alles klar. Passiv, ist es klar. Mal ein bisschen länger heute, ne? Für Balbdog mache ich da alles. Für Baldock machst du alles. Ja. Da haben wir zwei Schultern und zwei Kryos. Ach so, müsste schnell Und mal. zwei Kralle. Und zwei Ja. Kralle. Ja, die sind richtig effektiv als Beleuchtung. Ja, die leuchten natürlich. Dann haben wir auch die kleinen Glühwürmchen wieder. Weißt du? Gasback. Ja, so einen hatte ich mal. 10 Minuten. Und ich weiß bis heute nicht, warum der gestorben ist. Ja, die sind schwer zu lenken, ne?
Das ja, das muss man ein bisschen üben, aber ich glaube, der war zu schwer, ist abgestürzt und aufgeprallt. Irgendwie so war Da, das. guck mal, Andrews. 145. 140. Ja, also die sind auch hier. Ja, aber ich habe kein O nicht. Obwohl, die müssten auch auf der Normalkarte sein. Ist das noch weit? Normalerweise nicht. Man sieht das von ziemlich weit. Also wenn wir uns eine Heileule holen, könnten wir uns den Stress mit der Milch sparen, ne? Für die Weibern. Das funktioniert, Ja. das wissen wir. Da hinten. So. Mal dann auf die schnell ein paar Pilzen fahren. Die ist mega, die Karte, ne? Ja, und das ist ja nur das Einfache hier, ne? Ja, das ist die Blümchenwiese. Siehst du, hier sind auch noch Mehwegen. Die sind überall. Ja. Ich habe zwei, ich bin zufrieden. Guck mal, der ist sogar blau. Ja, mit rosa. Nee. Wie hast du gesagt, das ist die Hofdame? Da kriegst du den Namen auch. Was? Die Hofdame. Ja. Eine ist die liebe Nanny und die andere ist die böse Nanny. Nein. Kriegt ihr wieder Brille? Ja. Wegen Märchen vorlesen, weißt Ja, du? An die Babys. Anschlag, Märchen vorlesen, ja. So. So, hier, guck Diese mal. Pilze da. Das waren die hier. Wir bleiben aber diesmal zusammen. Ja, definitiv. Aber hier sind wir für sich zu weit vom Wasser für die Endwurz. Weißt du noch, welche das war? Was denn? Welche Pilze das war? Nein. Das weiß ich nicht mehr. So, wenn du fliegst, eine bestimmte Höhe. So, normalerweise auf die Höhe können sie dich nicht Und abmauern. nicht so nah an die, aber dann sehe ich auch nichts, ne, durch die Bäume. Die können ja auch vom Felsen wegspringen, oder? Ja, aber die spawnen nicht hier. Die Felsen gehört nicht zur Operation. Wir müssen erstmal weiter rein. Ne, die Baldocken habe ich hier oben gesehen. Mantis. Da liegt eine. Guck mal. Zwei. Die schlafen da? Ja. Und jetzt könntest du dich reinschleichen und diese Fischhäuser ins Popo schieben. Ja. Und so ziehst du die. Nur dann musst du schnell weg. Da habe ich ein bisschen Respekt da. Wenigstens waren die nicht unsichtbar. Das Problem, die sind auch immer zu zweit. Du fliegst auch so tief, dass sie dich anspringen können. Ja. Und hier oben gibt es ja nur diese Baldock auf diese Höhe. Wahrscheinlich in die Höhle, da hast du die Feserlei. Wir wären beide recht, also die sind beide knuffig. Ja, und die wir nicht gefunden haben, auf die andere Karten, das war die Shiny, ne? Die Scheinhorn, ja, das war nicht da. Ich sehe, da schläft noch zwei. Beziehungsweise die sind frisch aufgestanden. Klauvogel.
Das ist ein Dilo. Ach, Leute. Bist du immer noch bei mir, ne? Ja. Achso, ich fliege im Risiko und du spring in eine Bresche, wenn was passiert, ne? Mhm. Ach, die sind immerhin zwei Käfer. Ach, habe ich mich erschrocken. Zwei Endboss. Da sind zwei Käfer, die suchen wir doch gar nicht. Achtung, unter dir, ne? Ich weiß, hab ich gesehen. Ich hab eins. Ja. Ich flieg mit ihm raus. Ja. Auch eins haben. Ja, zusammen. So, welche Pilze war das? Ich weiß nicht mehr, die. Der will da rein zurück, ne? Na, bestimmt. Nicht die richtigen. Ich versuche ihn ein bisschen zu blockieren. Jo. Ja, musst du gucken, wie viel Prozent. Ne? Du bist natürlich der hübscheste von allem. 42%. Gacken wie ein Weltmeister zweimal.85. Einmal noch. Entschuldigung, ich mache den nervös mit meiner Axt. Der macht wirklich alle 3 Meter einen Haufen, ne? Okay. So. Freunde. Dann machen wir hier mal so ein kleinen Cut mit unserem neuen Freund. Sag mal hallo. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann. Ciao.